Willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Simsantino. Ja, ich habe zwar schon mal ein paar Videos gemacht auf diesem Kanal, aber ich habe mich jetzt nochmal dazu entschieden, was ganz Neues anzufangen. Und zwar eine WG aus 3 Personen, wie wir hier sehen können, und auch 3 Haustiere. Einmal diesen hier, der Hendrik Sommer, den habe ich erstellt. Und wir wollen so ein bisschen das neue Pack anspielen, also das... Ab ins Schneeparadies heißt es, glaube ich. Darum habe ich hier schon mal die Merkmale ausgewählt, wie ihr hier sehen könnt. Da gibt es ja Abenteuerlustig und hier einmal Extremsportfan. Dann hier, da haben wir die Laura Winter. Da, genau, Mount Comeruebi Touristin. Das ist auch neues Bestreben korrekt, ist ein neues Merkmal. Und sie ist noch gut und Bro. Dann kommt noch die Alina Herbst. Ich dachte, ich nehme jetzt einfach mal Jahreszeiten. Dann habe ich das nämlich genommen mit Sommer. Dann dachte ich, die heißt Winter. Dann dachte ich, sie heißt Herbst. Frühling klingt irgendwie nicht so gut. Das hier war über dieses Buch. Über dieses Geschichtending. Deswegen hat sie schon eine Karriere. Sie ist Entertainerin. Ihre Fähigkeit ist Erziehung und Comedy. Und sie hat ein Standardbudget. Und ihr Bestreben ist Supermutter und dann hat sie noch die 3 Merkmale. Gut, Katzenfreundin und Musikliebhaberin und hier steht häuslich. Und das kann man nicht ändern. Ich habe sie jetzt mal so gestylt, beziehungsweise ich habe sie, glaube ich, gar nicht mehr bearbeitet. Ich fand, das war so schon ganz okay. Das kann man so lassen. Dann haben wir hier den Tobi, das ist ein Welpe. Ja, wir haben Welpen. Das ist ein Bernardiner. Und den fand ich ganz süß, so als Welpen. Darum haben wir den als Welpen gelassen. Dann hier Lulu. Auch als Welpe, fand ich auch ganz süß. Und dann haben wir noch Kitty. Das ist eine Katze. Und die fand ich auch ganz schön. Ist keine Welpe, sondern ein Senior. Dachte ich, so eine alte Katze. Fand ich ganz niedlich. So, wir starten jetzt mal direkt. Das nenne ich nicht Sommer. Das nenne ich... mein Let's Play. Okay, ich weiß nicht, wann ich pausiert habe. Irgendwann bin ich auf Einfügen scheinbar gekommen. Wann bin ich denn auf die Taste Einfügen gekommen? Okay, keine Ahnung. Erstmal dann wieder herzlich willkommen. Ich weiß jetzt nicht, wann ich auf die Taste Einfügen gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich die Aufnahme gerade pausiert. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ihr hier wart. Erstmal, ja, wir haben diese 3 Sims in dieser WG und 3 Haustiere. So, ich arbeite mit allen Packs, die ich habe, aber ich habe nicht alle Packs. Aber ich habe viele. Aber hoffentlich auch bald alle. So, das hier ist typisch, das finde ich auch cool. Hier wurden diese Höhenunterschiede eingebaut. Diese Wohnung müssen wir jetzt aber erstmal personalisieren. Das ist okay. Aber für unsere Tiere ist leider noch nichts da. Das müssen wir jetzt erstmal ändern. Und unsere Tiere bekommen hier einen Futter. Ein Futtertrog, wenn er denn da hinpassen würde. Dann kommt der hier hin. Und hier ist ein Schlafzimmer. Und oben ist noch eins. Das ändern wir. Denn das ist eine WG. Und da passt das nicht. So, unbequem. Ah ne, ich dachte, das wäre unbequem für Erwachsene, weil ich da was von Erwachsene gelesen habe. Und diese beiden Betten hier. Das geht. Ein Computer haben wir sogar. Das ist cool. Ist hier oben das einzige WC? Okay, dann muss das Katzenklo nach draußen. Das ist schade. Weil... ja, wobei doch, die können Treppen gehen, ne? Können die das? Müssen sie aber nicht. Ja klar, Katzen könnten Treppen gehen. Was für eine Frage. Wo kann denn der Kratzbaum hin? Da würde ich erstmal sagen. Und für die Hunde, ja, ich habe hier so einen Mod. Das ist aber nicht so wichtig. Das ist nämlich nicht öffentlich. Das ist von ChipSim so ein... Tierheim-Pack, das ist aber noch in Entwicklung. Da habe ich so einen Beta-Zugang zu bekommen. Müsste ich eigentlich mal wieder auf den Discord vorbeischauen. Naja, damit arbeiten wir nicht, weil das eben ein Beta-Zugang ist. Ich glaube, ich nehme das raus. Ja, ich werde dieses Pack rausnehmen. Weil ihr müsst ja nicht die ganze Zeit Eindrücke davon kriegen, wie das ist. Also das finde ich blöd.
Das sollt ihr gar nicht erst haben. So, und hier sind zwei Betten für die beiden Hunde. Die schlafen nämlich hier oben. Habe ich mir überlegt, jetzt spontan. Und dann nehmen wir hier auch nochmal so eine Box. Da kann dann das Spielzeug rein, denn die Hunde wollen ja auch ein bisschen spielen. Garten ist jetzt nicht so am Start. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben hier wohl einen Pott. Aber ein bisschen mehr Garten wäre schon cool. Sagen wir es mal so. Ja, wir könnten einen Garten bauen. Könnten wir auch ein Gewächshaus bauen? Ja, wir könnten auch ein Gewächshaus bauen. Dann bauen wir jetzt nämlich auch ein Gewächshaus. Ach Quatsch, man braucht ja gar kein Gewächshaus. Wir können ja auch einfach so machen. Da dann ein Dach drauf, das geht auch. Ja, das geht. Weil dann könnten wir einfach mit B einmal hier eine Wand durchziehen. Da kann man dann sicherlich auch was draufpacken, ein Dach. Oder auch nicht. Aber wenn das da nämlich drauf ist. Ganz kurz, so. Das Dach kann hier so drauf. Und dann gilt das als geschützt. So, dann müsste das eigentlich schon gehen. So einfach kann man nämlich ein Gewächshaus in Sims 4 bauen. Ja, ist nicht schön, das weiß ich. Es geht wobei, ja, naja. Aber trotzdem funktioniert es. So, das kommt da jetzt dran. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Nein, nicht das Ziegeldach. Eigentlich hätte ich gern diese, wie heißen die? Diese Dachleisten, genau. Die hätte ich auch gerne in braun kopieren können. Das geht nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal die. Und dann kommt hier jetzt Gartenkram drunter. So, ich gehe mal kurz einen runter. Dann können wir das hier auch einmal platzieren. Das ist ja nicht schlecht. Und dann kann man das auch benutzen, denn das bringt Geld. Und Geld ist wichtig, denn wir haben nicht viel Geld. Dazu haben wir hier ja noch eine Leinwand. Mit der kann man auch immer wunderschön arbeiten, um Geld zu verdienen. Ein Computer haben wir auch, kann man auch Geld mit verdienen. Und Jobs kann man auch annehmen. Okay, ich glaube, wir sind fit. Mit fit meine ich, die Tiere sind versorgt. Das ist das Wichtigste nämlich. Ja, das ist so. Das heißt, wir starten, ja. Erstmal beansprucht ihr mal die Betten. Wer schläft unten? Sie ist Katzenfan. Das heißt, sie kann unten schlafen. Ach, hab ich ja blöd gedacht, die Welpen müssen dann ja nach oben. Dann ist hier einmal das Schlafzimmer, wo die Hunde schlafen und hier die Katzen. Okay. Dann würde ich sagen, schläft er hier unten. So, genau. Einmal Bett zuweisen. Das ist ja ganz praktisch, dieses Feature. Das gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Das ist cool. Das mag ich. Damit arbeite ich immer gern. Dann passiert das nicht, dass das mit den Betten durcheinander kommt. Dann gibt es immer eine feste Bettordnung. Ja, das gab es auch schon mit dem Beanspruchen. Aber trotzdem, dann gibt es halt immer eine feste Bettordnung, die sich nicht ändert. So, dann ist das nämlich zugewiesen. Das ist super. Und wir können ja einfach mal gucken. Geht doch mal rein, ist doch kalt. So, hier hingehen. Du kannst auch mal hier. Dann könnt ihr eure Tiere auch holen. Sofern die nicht schon mitgehen. Oh Gott, die Kleinen, wie süß. Die frieren doch. Oder der hier. Ja, den ist kalt. So, ein paar schöne Bilder, ruft die doch mal. Sehr schön. Kommen die da nicht hoch? Doch. Okay, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es nicht klappt. Okay, das ist also ein Sofa-Ersatz. Das geht? Schön. Sehr schön. Sehr cool. Wir brauchen noch diesen Pott. Wisst ihr, was ich meine? Dieser eine Pott aus Schneeparadies. Das heißt doch Schneeparadies, oder? Oder wie heißt es? Ab ins Schneeparadies. So heißt das Pack offiziell. Alles klar. Ein Aquarium. Das ist doch cool, so ein Mini-Aquarium. Mal sehen,
ob das so sinnvoll ist. Das hier brauchen wir auch. Wir wollen natürlich auch Skifahren gehen. Kids brauchen wir nicht. Kids auch nicht. Das hier brauchen wir. Und zwar einmal in Blau. Wo packen wir die hin? Einmal in Blau. Einmal in Lila. Gibt es noch was? Einmal in Weiß. Und einmal so in Pink. Und ein Snowboard gibt es auch noch. Blau. Auch wieder lila. Pink. Und einmal bitte lila. Wenn es das gibt. Nö, dann gibt es das einmal in Rot. Okay. Schön. Dann haben die Sims nämlich auch direkt die Möglichkeit, die neuen Features auszutesten. Das ist das Wichtigste. Aber ich glaube, dazu müssen wir in den Urlaub fahren. Hier, diesen Topf brauchen wir. Diesen Topf brauchen wir. Ah, da ist dann noch sowas. Okay. Ach ja, es gibt ja die neuen Briefkästen. Stimmt ja. Das hier ist das Traumpack alleine, weil es so viele coole Funktionen gibt, die es vorher nicht gab. Und das ist doch cool einfach, oder nicht? Was ist das? Tür? Das ist ein Fenster. Okay, das ist auch ein Fenster. Okay, gut. Der Briefkasten hängt am Fenster. Ja, warum denn nicht? Ne? Briefkasten an Fenster. Wir brauchen hier auch so ein Wärmeteil. Das gibt es auch hier, genau. Das ist industriell. Okay, wir haben nämlich auch nachhaltig Leben. Das fand ich wichtig, dass wir das mit einbringen. Das hat ja auch noch nicht so ganz seine Zeit bekommen. Und dann dachte ich, nachhaltig Leben, na klar doch. Und was ich hier mega finde, das kommt mir gar nicht mehr so vor, als hätte EA das gemacht, ne? Es wird immer besser. Hier, das hier, zwei Räume, ein extra Klo und da dann Dusche. Perfekt. Würde ich immer so wieder weiter unterschreiben, dieses Zwei-Zimmer-Prinzip. Nee, wirklich. Also, es ist. Das liebe ich. Also, das ist schon. Das würde ich immer wieder so unterschreiben mit diesen zwei Zimmern. So, dann gehen wir mal ins Spiel. Ach, cool. Hier ist auch Wasser. Das wusste ich gar nicht. Cool. Ja, ist schon eine coole Welt. So, hier haben wir auch eine Leinwand. Die bringt Geld. Geld in dem Sinne, damit kann man malen. So, welches Level hat sie denn? Aha, sie ist schon ganz schön weit. Cool. Sehr, sehr cool. Geige und Gitarre. Okay, das heißt, sie braucht eine Geige und eine Gitarre auch. Schön. Müssen wir direkt die nächste Anschaffung tätigen. Trotzdem cool. Dann kommt oben das Zeug hin. Oh Gott, unser Haus ist viel zu klein. Das merke ich jetzt schon. Das ist eine Geige. So, schöne Geige. Und dann brauchen wir noch eine schöne Gitarre. So, schöne Gitarre. Wir werden eh noch mehr brauchen. Stimmt, ein Klavier. Oh Gott, wir brauchen zu viel. So eins würde höchstens noch gehen und kostet auch zu viel. Das Ding muss weichen. Tschüss. Tut mir leid. Aber da muss jetzt sowas hin, so ein Keyboard. Besser geht's nicht. Tut mir leid. Ah, da passt es hin. Ich dachte schon, es passt nicht. Ja, für so einen Job braucht man viel, ne? Oh, sie braucht gar kein Klavier. Naja, aber Klavier ist nicht schlecht. Hier kann man auch Keyboard Autoplay. Ist cool. Und dann braucht sie noch einen Job. Wir müssen mal gucken, ob es neue Jobs gibt. Sie ist ja auch Montgomery Touristin. Vielleicht lassen wir sie das Bestreben leben. So. Taucherin ist nicht neu. Das auch nicht. Handarbeiterin, Fischerin ist nicht neu. Da ist nichts. Umweltschützerin auch nicht. Technikguru auch nicht. Sportlerin ist auch nicht neu. Schriftsteller. Wir gucken mal kurz durch. Ja, das sind auch wieder Mods. Ich habe Mods. Ich habe sehr viele Mods sogar. Das ist auch ein Mod. Das ist auch ein Mod. Das ist auch. Nee, das ist kein Mod. Ist das neu? Das ist hier die Frage. Oder ist es gratis? Es ist neu. Das ist es. Aber ist es mit diesem Pack neu? Das ist nämlich das Einzige, was wir neu spielen können. Wir nehmen das. Das ist einfach so. Oh,
Ja, er zockt jetzt, das geht nicht. Sie muss nämlich jetzt mal arbeiten, denn sie muss morgen zur Arbeit. Und sie Witze schreiben, Musik üben. Aha, das können wir, glaube ich, ganz einfach machen. Läuft die Aufnahme noch? Ja, oh Gott, ich habe immer Angst, dass die Aufnahme beendet wird. Sorry, dass ich kurz ausgetappt bin. Ist alles noch nicht perfekt. Eigentlich habe ich auch zwei Bildschirme, aber heute nicht. Sie kann mal wieder Klavier üben. Das bringt was. Und er, da frage ich mich, bleibt er erstmal zu Hause? Oder wie machen wir das? Er ist ja Sportler, er könnte auch als Sportler arbeiten gehen, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit, dass er als Sportler arbeiten geht. Und auch das ist ein Mod. Dieses Handy hat man normalerweise nicht. So. Puh, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Er könnte Sportlerkarriere machen, bringt nicht viel Geld oder er macht was anderes. Ich hätte auch auf interaktive Karrieren Bock. Haben wir da Zeit für? Ich glaube nicht. Schauspieler ist cool. Keine Frage. Haben wir keine Zeit für. Ist alles cool. Werden wir irgendwann bestimmt nochmal machen. Haben wir aber leider keine Zeit für. Entertainer haben wir schon. Klar, ist cool, aber ist, glaube ich, auch nicht das. Ich denke, als Sportler kann er ganz gut arbeiten. Oder er macht Teilzeit. Das ist aber auch nichts bei. Ja, er kann mal Sportler machen. Die Sportlerkarriere habe ich nämlich so auch noch nie gespielt. Oder geht die nächste Anschaffung los? Wir brauchen ein Laufband. Das ist klein und damit kann man gut trainieren. Und wir haben gleich kein Geld mehr, weil die Karrieren so teuer sind. Bevor man arbeiten geht, muss man erstmal 1000 Anschaffungen tätigen. So, das Ding kann da nicht hin, dann kommt da kein Mensch dran. Das Ding werden wir nie benutzen. Das weiß ich. Das ist nur reine blöde Deko. Dann machen wir das einfach mal so. Ja, das ist nicht optimal. Wir haben nur noch 2000, aber jetzt wird erstmal für die Karriere gearbeitet. Es ist Sonntag. Achso, ja, dann geht man montags arbeiten, klar. Wir sind alle oben. Das Begrüßungskomitee ist da. Das tut mir sehr, sehr leid, dass wir jetzt keine Zeit haben. Du kannst gerne mal runtergehen, weil eigentlich müssen wir Zeit haben. Das ist unfair. Die sind extra gekommen. Ich drücke meistens direkt darauf, aber ich mach's mal nicht. Ich habe mich übrigens auch dazu entschieden, mal eine komplett neue Welt auszuwählen. Normalerweise spiele ich ja in so einer speziellen Welt, wo schon viele Häuser sind. Die hier ist erstmal komplett leer. Komm, neuen Nachbarn begrüßen. Neuen Nachbarn begrüßen. Und dann einmal, hier gibt es keinen, freundlich vorstellen. Dann lernt ihr die kennen. Schön, wer ist das? Junger Erwachsener, den kannst du doch direkt mal besser kennenlernen. Willkommen, danken. Hereinbitten, mach mal hereinbitten, weil dann sind die glücklich. Dann können wir auch wieder gehen. Aber Hauptsache, die sind hereingekommen, das heißt, wir haben mit denen geredet. Und diese beiden Welpen, einfach nur süß, oder? Die werden übrigens später mal richtig groß, ne? Ja, wenn die altern, werden die richtig, richtig groß. Oh, da fehlt noch jemand. Dann stell dich da auch nochmal vor. Einmal auch respektvoll vorstellen. Das ist ja mal cool. Das finde ich immer gut. Das mag ich. So. Macht die Katze hier irgendwo Randale? Ich hab's befürchtet, oder ich befürchte es. Aber ich wollte es trotzdem mal wählen. Schelmisch. Das kann man wählen. Und dann ist die halt so und kratzt an Betten rum oder so. Aber eigentlich hat die ja hier das Ding. Das hier schmeiß ich weg. So lieb das ja auch immer ist. Aber da wird jedem von schlecht. Ja. Also, immer. Es ist kalt. Das ist ganz klar. Komm, nicht so viel plaudern. Rausgehen. Stimmt, man könnte hier auch einstellen, was hier für Hausregeln sind. Dass man hier dann barfuß sein muss. Die sind hier barfuß. Ach, ist hier Barfußpflicht. Das ändern wir mal ganz schnell. Das ist nämlich nicht Pflicht. Ich weiß aber nicht, wie man das ändert. So, was machst du? Okay, nichts. Nee, lass mal. Mach erstmal eben das Ding an. Dann wird's warm. Den auch. Und dann sind wir auch gleich schon am Ende dieser Folge angekommen. Ja. Ein Guppi kaufen wir mal. Da ist er drin. Ein Fisch. Ja, genau. Wir sind bald am Ende von dieser Folge angekommen.
Das tut mir sehr leid, aber ich kann jetzt auch nicht ewig aufnehmen. Und das guckt sich halt auch keiner an, so ein ewiges Let's Play, ne? Ist ja klar. Erstmal gucken. Oh, ich habe seine Sportkleidung, glaube ich, nicht geändert. Stimmt, das habe ich vergessen. Ah, okay. Okay, das ist schon Level 2. So, dann gehe ich mal so hin und damit beende ich die Folge. Ich bedanke mich, dass du da draußen zugeschaut hast oder dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Lust habt auf mehr von diesem Let's Play, mehr von dieser WG, mehr von diesen Tieren und einfach Bock habt, mal ein bisschen wieder Sims zu sehen, vielleicht habt ihr es vergessen, habt es mal wieder gesehen und denkt selber mal, ich habe mal wieder Bock auf Sims, dann könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Aber was mich noch viel mehr unterstützt, wäre es einfach, wenn ihr nur einen Daumen nach oben gebt. Ihr braucht gar nicht abonnieren. Ihr könnt auch gerne vorbeischauen und Kommentar schreiben. Netter Kommentar ist auch schon schön. Deswegen, ihr müsst gar nicht abonnieren. Nette Kommentare machen mich glücklich und Likes machen mich auch glücklich. Aber nicht mal das. Einfach toll, wenn du zugeschaut hast. Ja, mit diesem Aufsatz beende ich mal die Folge. Ja, so kann man auch aus der Welt gehen. Ist das nicht cool? Nein, ist nicht cool. Habe ich jetzt aber einfach mal gemacht. Ja, damit kann man durch die ganze Welt fliegen. Und auch in andere Häuser reinfliegen, obwohl man die gar nicht geladen hat. Das ist ja der Witz an der Sache. In diesem Modus kann ich in Häuser fliegen, die ich nicht geladen habe. Aber wenn man da hingeht, um die zu besuchen, dann, ja, werden die erst geladen. Das verstehe ich nicht. Es geht ja um dieses Open-World-Konzept. Warum es das nicht gibt, das verstehe ich nicht. Das hier ist zum Beispiel ein Haus, das funktioniert, da kann ich reingehen, das auch. Nee, das ist kein Haus, ne? Nee, blödes Beispiel jetzt. Aber das funktioniert. Deswegen, das verstehe ich nicht, dass man da einen Ladebalken braucht. Gut, das hier sind jetzt alles keine echten Häuser, ne? Dann geht das auch nicht. Aber damit beende ich erstmal die Folge. Sorry, dass ich so viel gelabert habe. Ihr wisst, was ihr zu tun habt oder was ihr nicht zu tun habt. Und bis dann. Tschüss.